Hallo liebe Du Freunde bist und herzlich eine. willkommen zu einem weiteren Overwatch-Video, der zusammen mit dem Darkfighter, hallo. Nicht wundern, was wir Bin ich eben gerade da? gemacht haben, wir haben einfach irgendeinen Schrott gemacht. Und ihr seht es, es Ja. kommt nicht so oft vor, dass ich freiwillig Genji spiele, aber ich denke, hab mir heute so gedacht, ja, Ich ich habe ihn auch könnte. nicht gezwungen, so gesagt, Ja, ne? das muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mich nicht dazu gezwungen. Nur er spielt gerade in letzter Zeit recht oft Hanzo. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, Hanzo und Genji wäre so eine recht gute Kombi. Und ich habe das so ein bisschen, weil er mal auf seinem Kanal, da haben wir einmal die Kombi die Drachenbrüder gespielt, also sprich Hanzo und Genji und die Chaos Gang, sprich Roadhog und Junkrat. Deswegen, wir wollten jetzt vielleicht mal so ein bisschen in Kombination spielen. Ja, red ruhig weiter, muss nicht einen auf Stumm direkt machen. Abdiva. Dass ich mit Genji eigentlich recht gut zurechtkomme, wundert mich. Oh, Hat einen ich mit hab Hanzo erledigt. erwischt. Wir haben GG. eine Symmetra. Oh nein! Bitte kann die einer Achtung. töten? Oh, hier sind Scheiß aufs Kameras, da sind Töten, aber die hat Kameras. ihr halt ihr. Da sind Ja, Kameras. ich vernichte die Kamera, ja. Hast du sie? Hab alle. Müssten alle jetzt gewesen sein. Ich gehe von hinten auf den Punkt. Ich folge dem einfach dem gegnerisch. Ich folge Ja, einfach hier unserem ist gerade so eine Lucio. blöde Diva. Ah. Okay, geh. Alter. Mit den ins. Ah, da hinten ist ein Bäschen. Mensch, Bäschen. Finde ich aber sehr nett, dass du dich da hinten so positionierst. Abbashen. Vor dir. Ja, ich bin tot, fuck. Das war auch dumm, dass ich hier Hä? rangegangen bin. Weil ich habe das Geschütz nicht eliminiert, das war mein Problem. Ich bin nur außen rum gegangen und habe ein bisschen Ah, ich geholfen, habe eine Bastion zu killen. irgendjemand noch gerade getötet anscheinend. Okay. Hier hinten ist noch ein Roadhog. Ich Der bin könnte ein gleich bisschen Hilfe da. gebrauchen. Ein Roadhog? Warte. Ja. Ach, da! Der ist da drin. Der will. Diese Drecksdiva, ne? Die wollen mich alle nicht in Ruhe lassen. Leute. Ich hab Diva nur bekommen. Haben sie angehittet? Sehr schön, ich Also muss mich mal Gegner kurz haben sie. heilen. Und der wurde anscheinend getötet. Perfekt. Okay, ich So. habe meine Ulti. Schön, Oh. ich hab sie gleich. Ich hab 82%. Okay, den haben wir. Mein Schreifer hat ihn erledigt. Ich komm von hinten. Kann Gehen wir, ich komm, denn gehen hier wir beide von vorbei? hinten. Warte, ich bin hier. Wollen wir beide hinten lang gehen? Von Ich hinten kann nicht kommen. hinten lang. Warum nicht? Ach so, Hier ist stimmt ja. Diva. Und ein Bäschen. Oh Gott, mehr raus. Ich habe einen Großteil der Raketen Hallo. geblockt. Ja, sehr nett. Aber töten müssen wir sie auch noch. Okay, das hätten wir schon mal. Nein! Alter, ich konnte gerade nicht reflektieren. Ich hab sie, oh. Ah, Oh. danke. Oh. Ich gucke, dass ich hier mein Medipack. Ja, okay, ich habe mein Medipack. Okay. LOL. Ich feuer meine Ulti auf den Punkt. Tu Oder das. wohl doch. Ich feuer meine Ulti einfach mal auf den Punkt. Ich habe einen gekillt, nice. Ich warte lieber, bis ich den Dash hab, weil ansonsten traue ich mich hier nicht rüber. Weil ich will nicht, dass dasselbe passiert wie mit dem Ding. Was? Was hat das denn für eine What Reichweite? the fuck? Hier hinten ist eine Symmetra. LOL. Was für ein Schrott. Da wollte ich hier einmal unbemerkt durch. Das Ding ist halt, Symmetra sehe ich in letzter Ich Zeit ein wechsle mal bisschen Karten. zu Ja. oft. Ich wechsle mal. Nur, ich will jetzt hier keine Leute beleidigen, beziehungsweise kränken. Aber ich persönlich hasse Symmetra einfach. Nur übelst. Schön, und ich spiele jetzt mal als. Als ob da die ganze Die Zeit haben einen diese Schildgenerator. verfickten Kameras sind. Oder Kanonen oder was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall, es fuckt einfach ab. Vor allem, die kann die ja nicht so schnell wieder bauen. Oder täusche ich mich da? Ich habe keine Ahnung, ich spiele Symmetra nie.
Und ich mag sie auch nicht. Wenn es nach mir geht, ich mag sie sogar, glaube sogar genauso wenig wie Genji, wenn ich ihn als Gegner habe. Ey, es ist doch nicht wahr! Ich häng schon wieder an der Zwickmühle fest! Eine Barriere ist nicht. Nein! Alter, dieses Scheißgeschütz, ey! Hab grad meinen Lauf gestoppt, Mann! Okay, ich hör mal. Obwohl, nee, komm. Bis zur Endrunde bleib ich noch Genji. Ich guck einfach mal, weil ich bin mit Genji auch nicht sonderlich gut. Ich muss kurz den Reinhard von mir weg. Aber dafür ist der Lucio gestorben. Ich hab 10 Kills und 5 Tode, aber ich kann mit Genji auch nicht so gut spielen. Oh Gott. Und zwei Tode waren Pech, also die kann man abziehen. Also wenn man die 2 Pech-Tode wegnimmt, dann hatte ich jetzt 3 Tode und 10 Kills. Das war jetzt nicht so schlecht. What the? Ach, warum campen die denn also? Nee, wir haben ich bin schon wieder tot. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Entweder die haben zu viel Glück, was sehr wahrscheinlich ist, oder ich aim einfach komplett daneben. Aber das ist irgendwie komischerweise mit Genji so, weil er diese Wurfsterne immer unterschiedlich streut. Selbst wenn du sie gerade auswirfst. Deswegen ist es mit den Wurfsternen auf Distanz sehr schwierig zu treffen. Beleidige nicht Genji. Genji hat doch schon den Ruf als schlechtester oder abfuckendster Charakter. Abfucken passt eher besser. Abfangen. Als abfuckendster Charakter in Overwatch. Also bitte. Auf keinen Fall. Oh nee. Ach Lucio, du Vollidiot. Junge, halt jemand muss mal dieses Geschütz da wegbekommen. Kriegen wir halt nicht weg. Wenn ich immer hinten rumgehen will, werde ich getötet. Weil ich habe zu wenig HP. Wir müssen halt. Oh. Na gut. Dich haben wir schon mal. Oh, hast du ihn? Nee, hast du nicht. Scheiße. Nee, leider nicht. Na, Alter, ich trau mich hier nicht lang. Warum? Ich werde sofort getötet, wenn ich hier lang gehe. Bist du noch da? Ja, gleich nicht mehr. Weil ich kann mich hier nicht frei bewegen, Mann. Das ist mein Problem. Warum bist du nur weggegangen? Jetzt bin ich hier alleine mit dem Server. Nein, nein, ich gehe hier wieder weg. Weil mir die scheiße Metra jetzt folgt, jetzt geh doch mal weg, ey. Dackel die mir jetzt ernsthaft den kompletten Scheißweg hinterher. Alter, geh weg. Meine Fresse. Alter. Ich muss die ganze Zeit mich aufregen, weil mir irgendein Scheiß Dulli immer folgen muss. Geht doch einfach mal alle runter, danke. Da hinten war eine Symmet. Ich habe niemanden runtergekickt wegen der Drecks, Alter. Aber unsere Kameraden machen auch gar nichts, wirklich nichts. Ja, hier sind nee. Ach, die kann ich ja gar nicht aufnehmen. Ups. Ich brauche Hilfe. Das Ding ist halt, ich aim mit Genji total vorbei. Dann nimm ihn mal nicht. Na doch, ich will ihn ja mal nehmen. Ich wäre sehr zufrieden, wenn jemand die Kack-Symmetra töten würde. Das wäre schon sehr nett. Oder wenn jemand erstmal schafft, dieses verdammte Geschütz auszuschalten. Mal, ja, ja, mir geht Symmetra. Naja, Soldier ist jetzt eher ein wenig. Ich habe meine Ulti, aber ich komme hier nicht hoch, weil dieses scheiß Geschütz da ist. Also, ich kann hier im Prinzip nicht drauf auf den Punkt. Das macht nicht mal Spaß. Wirklich, das sind wieder solche. Ja, die campen richtig. Wir müssten mal alle als Team da drauf, aber das geht nicht. Oh, und ist okay, brauchst du nicht, weil keiner. Jetzt kommt die Symmetra! Nicht! Schon wieder! Ja, okay, jetzt höre ich auf, Genji zu spielen. Ich nehme jetzt Soldier, weil es reicht mir total. Jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll. Ja.
Schön. Ich hatte schon Entschuldigung, ich gerade wieder so rage, aber ich denke mal, es ist verständlich. Ich hab die Mail. Vor allem die ist so overpowered. Vor allem, man hat drei Farben in der HP. Kannst du sich mal aussuchen, welche Farbe sie trägt? Nimm mal Soul. Ja, ich hab Soul. Wo bist denn du? Ben Ding. Ach, du bist Lucio. Gut. Ja. Wir haben nur 25 Sekunden. Das sind so scheiß Camper. Ey, 100 pro. Den haben wir nice. Ja, wir müssen es halt nur mal schaffen. Ich krieg diesen Schild nicht weg. Wegen diesem Kackgeschütz, ja, ey. Ja, ich gebe doch gerade mein Bestes dafür. Aber wenn ich keine Heilung bekomme, ist dementsprechend richtig kacke. Okay, geht auf den Punkt. Ich habe gleich den Dings. Wie oft hat denn... Also Orisa muss unbedingt nochmal genervt werden. Also sie ist viel zu OP mit ihrem Schild. Also der Schild zum ist Camp. Okay, aber... Zum Campen. Nein, nein, die setzt einfach... Ja, Torbjörn, ist klar. Könnte ich auch, wenn ich campen würde. Das ist kein Wunder. Ich meine, das Geschütz macht die Kills. Okay, das zeigt mal wieder, wie inkompetent unser Team ist. Geschütz, ne? Ja, ist einfach so. Das heißt, sobald du einen Torbjörn im Team hast, der OP ist, beziehungsweise, das kann man eigentlich schon quasi hier gar nicht mal als wirklich eine normale spielbare Runde zählen. Wir haben auch heute nur Pech gekriegt. Wir kriegen schon die ganze Zeit diese Kack-Abfahr-Charaktere. Beziehungsweise diese Kack-Camper-Teams. Okay, geh mal aus Lobby. Bis jetzt ein neuer, oder? Warte. Bin aus Lobby gegangen. Ach, du musst mir nochmal eine Anfrage schicken. Oh Gott. Du darfst das nicht immer machen. Du kannst auch einfach auch warten, bis das neue Match kommt. Das ist doch im Prinzip egal. Ja, ja, da kriegen wir aber wieder die gleichen Gegner und so. Deswegen. Gut, das stimmt auch wieder. Ja gut, dann schick mal. Ja, ich kann dir keine. Ah, da jetzt geht's, jetzt geht's. Bitte, dann buche sobald du drin bist. Kommst du hin? Dann wähl mal. Dann nehmen wir. Alter, wenn wir die jetzt nochmal bekommen, dann. Nein, ohne Spaß. Ohne Spaß. Ja, ist ja nicht so, dass wir die jetzt schon zum dritten Mal hatten, ne? Ist ja nicht so. Waren nicht die gleichen. Aber es waren auch Abfahrcharaktere. Es waren aber auch vor Abfahrcharaktere. Ja, Charaktere nicht. Hoffentlich können wir jetzt eine normale Runde spielen, ohne dass ich mich wieder wegen jedem Scheiß aufregen muss. Das wäre doch mal etwas. Ja, das wäre. Ja, das wäre schön. Das wäre in der Tat schön. Lobenswert. Runde ohne Verteidigung, das kann ja nur kacke werden. Ja, nur damit ich jetzt hier wieder nett. Nur zum Notfall nehme ich einen Charakter, der sich selbst heilen kann, also Soldier. Ich bin ein halber Soldier Main, von daher. Ich frage mich, was er bei meinem Skin im Mund hat. Was das sein soll. Ich verstehe es nicht, egal. Warte mal. Irgendwie so ein. Okay, ich glaube, wir haben ziemlich vernünftige Gegner, glaube ich. Solange die nicht alle mit Nachname Camper heißen. Du heißt doch auch Camper. Nein, ich heiße Soldier. Nee, ich heiße 76 mit Nachname. Wollte gerade sagen. Soldier, wir bräuchten einfach einen Bastion, der hier. Nee, einen Torbjörn, der sich hier hinten. Guck mal, wo ich bin, der sich hier hinten das Geschütz reinbaut. Oder hier oben drauf. Ja, dann kann man richtig gut campen. Günstiger. Ja, ich weiß, wie du das meinst, aber haben wir ein Dings? Nee, haben wir natürlich nicht. Das können wir aber durchaus mal nehmen. Ich hab Schlagen nicht Mama, drin. Das geht er hier weg. Ich weiß auch, warum ich Schlagen hier nicht habe. Schwarz dein Chase weg. GG. Fuck, ich hab mich selber verletzt. Oh Gott, das war intelligent. Mr. Intelligent am Start hier. Also guck mal, da drüben, da kann man sich jetzt Bastion hin positionieren. Das ist eigentlich ein ganz nicer Spot. Kommst du mal mit? Ich gehe hier unten lang. Hä? Mama, wo bist du, Alter? Mama? Ich bin jetzt der einzige, der hier ist, höchstwahrscheinlich. Ich komm mal lieber wieder zurück. Ja, da sterben nämlich gerade wieder ganz viele. Ja. Alter. Weil die alle inkompetent sind zu spielen. Alter. Die haben eine Saya. Oh nein, bitte nee. Bitte alles, nur keine Saya, bitte. Ey Leute, ich brauche Hilfe, aber ihr seid jetzt wahrscheinlich alle wieder tot. Ja, ich bin noch hier.
Als einzigster. Ja. Als einzigster. Danke. Das klingt sehr vielversprechend. Dieser nervige Genti, ne? Kurz das Medipaket grabben. Ey! Und dann Alter! Wo Bahnhof sind denn unsere Teammates? Sind die denn alle komplett behindert? Ey, weiß ich, geht doch, ich hasse, einer muss auf den Punkt, hallo? Ich bin gestorben, weil ich wurde von Gegnern überrannt. Ich bin als einzigster auf dem Punkt, Alter. Ich muss mich gerade über... Wirklich, ich opfer mich. Das kann man auch nicht schaffen. Das kann man auch nicht schaffen. Ich hab den Reaper getötet. Alter. Ich hab überall Gold, ne? Überall. Ja, ist ja klar, wenn keiner hier was macht. Ich sterb auch gerade nur. Oh Mann, jetzt müssen wir 6 Minuten verteidigen. Ach Mann. Aber guck dir mal die Teams an. Das ist schon nicht mehr fair hier. Ich hoffe, ein paar gehen... Ja. Okay, ein paar haben geragecritted. Was mit dem Level-System? Nein. Oh. Das müssen sie vielleicht nochmal bearbeiten. Oh nein. Oh. Ich hab gerade wieder so Pech, ich sterb gerade nur. Es ist schon wieder nicht wahr. Können wir mal eine gescheite Runde spielen? Ohne irgendeinen Müll? Bitte. Wen definierst und du bitte als Müll? Ich definiere... Was? Hast du gefragt, was ich als Müll definiere? Was du nicht als Müll definierst? Normales Spiel mit fairen Teams und Teammates, die auch mal was machen und dich nicht nur abknallen lassen hier. Toll. Ich werde schon wieder getötet. Ich weiß nicht warum. Ich werde schon die ganze Zeit laut und schon irgendwie komplette Zeit hier nur am Rumbrüllen, ey. Ja, Leute, weil ich brauche Hilfe, hallo. Das ist wie, als würdest du mit einer Wand reden. Es ist einfach so. Oh, so schlimm. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute kommen ins Spiel und sterben sofort. Guck mal, es ist nicht mal 5 Minuten. Unsere Moira hat mich getötet, ne? Was? Unsere Moira hat mich getötet. Warum? Sie hatte diese Ulti von Tracer. Die ist dann zu mir gerannt, ist dann in den Schattenmodus. Und dann ist sie. Ja. Kamikaze! Achtung, sollte halt Ulti. Ich hab meine auch gerade bereit. Hab ihn tötet. Wie die denn? Muss man auch heilen, so. Vor allem, ich hab wieder gerade so ein richtiges Aiming-Problem. Ach. Leute, ich hasse Genji. Kann mal bitte jemand den Genji entsorgen? Ey, ne, diese Zarya. Dass die sich in alles... Ich hasse Zarya. Ich mag Zarya auch nicht. Ich mag Zarya nicht. Ich mag die Ding nicht. Die Symmetra. Sind alles solche Abfuck-Charaktere. Ey. Nicht wahr, oder? Leute, nicht wahr. Einer kann nochmal heben, oder? Okay, wir spielen noch eine Runde, weil es ist einfach nicht ertragbar, mit solchen Kackmates zu spielen. Nee, noch eine Runde, nee. Ich wär dafür. Ich will mal eine vernünftige Runde haben, wo ich mich nicht aufregen muss. New Player Bronze. Ja. Das sagt alles über den Typen aus, ne? Ist halt so. Aber ihr lasst euch alle ganz leicht töten. Ja, ich bin mit mehreren Gegnern beschäftigt gewesen, kein Wunder. Und da habe ich ihn jetzt gleich hätte ich ihn mit meinem Hook getötet. Ey. Ja, ich vote für dich. Ich habe gar nichts. Ich bin halt nur getötet worden. Easy. Und dass unsere Teammates nicht drin sind, das wundert mich überhaupt nicht. Mal im Ernst. Warte, lol, ich habe nur einen Kill. Ich habe Silber bei Zielfortschrittzeit und das waren nur 11 Sekunden. What the fuck? Nee, war Schaden gegen Helden. 1194 habe ich Silber. Das zeigt schon, wie behindert unsere Teammates sind, ey. Jetzt abregen und next round. Ich will einfach nur eine normale Runde haben. Das gerade kann ich mich gar nicht abregen, weil bei solchen Runden, da denke ich mir nur, ja, sind die Gehirne amputiert oder was weiß ich? Weil ich meine... Ja, pssst, alles gut. So Leute, die überhaupt nicht wissen, wie der Modus funktioniert. Ich. Sowas habe ich noch nie gesehen, mal im Ernst. Halt die Klappe. Alles gut. Junge, hör doch mal auf. Wenn ich im Video so aufregen. Ich kann nichts dafür. Es ist halt so, ich muss mich beschweren. Zarya für den Arsch. Symmetra für den Arsch. Mei für den Arsch.
Das sind alles so Charaktere, die ich in der Arena überhaupt nicht sehen will. Genji geht ja noch. Der ist wenigstens cool. Aber Mei, Symmetra und so. Gar nicht. Für den Symmetra gibt es ja momentan einen passenden Ersatz, und zwar Moira. Und falls jetzt hier wieder mein, jo, reg dich nicht so auf, oder beziehungsweise, ich soll mir nicht so über die Charaktere aufregen. Es ist halt meine Meinung, Entschuldigung, ich kann halt ich mag halt bestimmte Charaktere und bestimmte nicht, und außerdem, ja, neige ich dazu, immer mal auszurasten. Sowohl positiv jetzt, als auch negativ. Standard. Ja, also. So, ich weiß so nicht, ob in das etwa. mal irgendwie was wird heute mit der. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie, man findet in meistens recht schnell Matches, also alle unter 2 Minuten ist ja noch Das kommt ganz okay. drauf an, weil wenn du irgendwie um die Mittagszeit irgendwie zockst, dann Ja, ja, da sind dann mehr müsste Spieler online. vormittags Das sind zocken. mehr Spieler online. Ah, geht doch. Wenn man nachmittags und abends sind halt meistens welche. Morgens, nee, aber Oh, so. Junkertown. Also zwischen morgens Das war. und mittags, da sind die kleinen Kinder nicht da. Die kleinen Tryhard-Nervigen. Ja. Kleinen Noobies. Mit denen hast du immer mal Profis. Und mein Meiner Wunsch wurde mir erfüllt. Okay. auch. Du bist jetzt nicht mehr mein Bruder, sondern Valstorle. Wirklich, wenn ich sehe Genji und Mercy in einer Gruppe, dann weiß ich direkt, dass Mercy sich nur auf den Genji fokussen wird. Ja, Nur ihn heilt, aber uns nicht. Wenn ich das ist das wieder wirklich sehe, so. ne, krieg ich's Kotzen. Ich auch. Ich mag das Das gar hatte ich nicht. mal in, das hatte ich mal in einem Ranked Match. Und ich dachte mir, Mercy, bist du komplett bescheuert? Wirklich, Mercy Das muss Ding ist alle heilen, halt, nicht ich nur würde einen auch Genji. mal Ranked spielen. Das Ding ist halt, ich tue es halt nicht, weil ich nicht scharf auf die goldenen Waffen bin. Ne, Zumindest jetzt noch nicht. ich persönlich muss sagen, ich werde mich jetzt einranken. Werde auch ganz viel Rank zocken. Vielleicht mal ein Video dazu hochladen, aber dann werde ich Voice Chat auslassen. Aber nur für eine Runde. Das ist Das meine Ding ich. ist halt, ja, genau deswegen. Ich lasse generell im Spiel immer den Voice Chat aus. Es kann ein taktischer Nachteil sein. Meiner Meinung Es nach ist nicht, weil es gibt in ein taktischer Overwatch halt immer Nachteil. noch diese Leute. Entweder die, die nicht wissen, wie man spielt, oder die, die nur im Voice Chat rumbrüllen. Ich Oh, gehöre halbwegs nur Sombra. dann dazu, wenn inkompetente Mates im Team sind. Aber dann ist es verständlich, dass man rumnölt. Guck, Annie, die fokussiert sich nicht mal auf Dings. Warum? Oh Gott, warum sind da so. Mercy, bist du. Ich verstehe die Mercy nicht. Ja, Wechsel ich brauche mal bitte, ich Hilfe, will ich brauche mal machen. Hilfe! Die jagen mich Ja, und ich kann Genji ich nichts bin antun, weil er gestorben. ständig geheilt wird. Oder? Wird er geheilt? Hab Oh nein. Genji. Ich aim halt gerade. Ey, nee, jetzt bin ich gehackt. Kurz heilen, so. Okay, aber es sieht im Moment nicht mal so kacke aus. Ja. Ah, aber unsere Mercy heilt auch schon andere. Die heilt zwar auch hauptsächlich nur den Genji, aber. Ja. Ja, Hauptsache, die halt nicht nur Genji, also nicht so ein Noob-Player. Hauptsache, das ist. Ja, guck mal hier, hier, hier. Guck, schau's dir an. Guck es dir einfach nur an. Das ist schon nett, wer war hier? Ah, brauchst du Heilung? Ich kann mich selbst heilen, Dann. aber. Jetzt hat er Die mir einen Fracht und Kill ich sind gestealt. fertig. Jetzt hat er mir einen Kill gestealt. Ich gehe hier Ja. durch. Ich habe Ah, Ulti ich wurde auch bereit. kurz gehalten. Nice. Das war nett. Hier kam gerade eine Diva. Hey, mich zu hacken macht gar keinen Sinn, egal. Bitte lass Wieso? mal. Warum? Ja, ich habe nichts Besonderes, was lebensnotwendig ist. D.Va und Roadhog schon, deswegen. Da lohnt es sich dann wirklich mal,
Oh, Roadhog gekrittet, nice. Alter, ich werde jetzt von der Drecks-Diva ge... Die Diva wollte ihre Ulti für mich wasten, ne? What a noob. Wie gefangen? Ihr wollt mich komplett verarschen, oder? Die wollen mich irgendwie komplett verarschen. Wo hat denn der Junkrat da bitte eine Falle hingelegt? Ich bin da vorher schon drüber gegangen und irgendwie nicht gestorben. Stimmt ja, hier ist eine Diva. Nein. Ey, ne, die Diva hat ihre Ulti für mich verschwendet, hat aber mich nicht mal getroffen. Nein, ich muss noch rein. Oh, geil. Nein, schon wieder dieser Moment, wo ich einen grabbe, aber nicht, aber nachladen muss. Das ist so schlimm. Das passiert mir jedes Mal. Hallo, Mercy. Ach, da oben ist der. Ja, ich brauche Heilung. Danke. Endlich, Alter. Ihr ganz schön lange braucht, um zu realisieren, dass ich... Ey. Ja, Leute, wir bräuchten hier mal Hilfe. Kümmert euch nicht. Alter, mich hat einfach ein scheiß Roadhog von hinten getötet. Das ist nicht wahr, oder? Ja, ich habe gesehen, dass er da gerade kam. Okay, dass er kam. Du lebst immer noch, ja? Das ist gut. Ja, ich bin bis jetzt nur einmal gestorben und das war am Anfang. Ich habe ich bin zweimal gestorben. Nein, oh nein. Ich veraime in letzter Zeit recht oft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gamer-Krankheit. Den haben wir. Nice. Alter. Hauptsache, der konzentriert sich auf mich. Aha, habt ihr den? Ja, den habt ihr. Nice. Was ist? Erstmal directly Headshot, Alter. Oh. Oh mein Gott, ich habe Diva mit 3 HP getötet. Also ich hatte nur noch 3 HP gerade. GG. Alter, spannend. Okay. Nice Round, würde ich sagen. Wie die einfach schon wieder nur den Genji heilt. Ja, Genji ist ein Hauptgrund. Nein. Ich wurde gegrabbt. Ich weiß nicht, was die Diva gegen mich hat, aber sie hat irgendwas gegen mich. Vorsicht, da kommt... Ich wurde von dem gefokust, sein scheiß Ernst. Wirklich, ich hätte es verstanden, hätte der gegen dich geballert. Hä? Weil als du bist Roadhog. Wie viele Schüsse braucht ein gegnerischer Hanzo, um einen zu töten? Also, mich zum Beispiel jetzt. Bei dir 2 Headshots. Okay, dann war das eben zufälligerweise ein Obwohl Headshot. Vielleicht, ich bin mir halt gerade recht unsicher, deswegen. Lol, die hatte ich. Danke, ihr volle Idiot. Die kicken den Lucio genau zu mir. Ich mag Pharah-Treffen nicht, ne? Ich kann es einfach nicht. Ich kann es auch nur nicht. Ganz, oh, okay, so viel zum Thema, ich kann sie nicht treffen. Erstmal directly. Gehittet, okay. Ich gehe mal hier hinten lang, ich gehe hinten rum. Also, 2 Headshots kann sein, dass er dich so getötet hat. Ansonsten halt 3 normale Schüsse. Angespannte halt. Junge, ich veraim richtig, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich ziel ganz normal. Es ist nicht. Alter. Ich veraim gerade sau. Ich kapier's nicht. Jetzt läuft's einmal gut und dann veraim ich so hardcore und mach deswegen kaum Kills. Easy. Ey. Ich hab 9 Eliminierungen und 2 Tode. Na, nice. Ich hab 11 Eliminierungen und 2 Tode. Kann man sich gönnen. Ist in Ordnung, aber ich veraime trotzdem zu viel. Das ist komisch. Oh, und die Mann. Also die war gerade richtig krass. Ich baller meine Ulti rein und die einfach ihre Ulti auch noch. Ja, komm mal. Aber ich hab die alle mit angehittet. Schade, dass ich nicht. Oh. Du hast aber dafür so viel Schaden gegeben. Ich bin nicht drin, weil ich hab total veraimt und deswegen kaum getroffen. Oh, keiner votet für mich. Außer ich. Wenn keiner für dich votet.
Ah, ich bin gleich Level 26, schade. Und dann Okay. als Krippe Runde verlassen. Ich öffne meine Lootbox. Ich kann mir was kaufen. Ich weiß allerdings nicht was. Doch, ich habe eine Ahnung. Oh, ein Lilanes und ein Geld. Ja, wow. Das Lilane war Geld. 150. Und jetzt habe ich noch so einen Orisa-Skin, so einen Käfer. Hässlich. Okay. Ich kaufe mir mal den Reaper Seuchenarzt-Skin. Die So. eine Hand gibt es. Die eine Aber man hört Hand nicht den Spruch nimmt von es. ihr. GG. Oh, ich Lol. habe hier eine Kugel mit deinem Namen. Okay, das ist ein netter Spruch für Mikri. Hä? Es gibt einen Wir Spruch, müssen der einfach, hat. wenn wir mal im Ja. Ranked spielen, wir müssen dann unsere beiden Seoul Dynasty Skins nehmen. Also, sprich, ich spiele Orisa, du spielst Genji. Nee, du hast nicht Genji, oder? Doch, du hast Genji. Ich hab Genji. Okay, dann müssen wir das so mal machen. Okay. Ich habe vor allem noch recht viele Credits übrig. Wie viele habe ich? Lass mich mal kurz gucken. Ah, 450. Weiß. Kann ich mir noch irgendwas kaufen, denke ich mal. Aber Keine gut, Ahnung. Okay, mach mal eins das machen wir nicht Abmoderation, in. was? Das machen. Ja, wollte ich gerade. Ja, und damit war's das für diese Folge, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ich so viel ragen musste, aber ich hoffe, es ist verständlich, weil ich denke mal, wenn ihr so in der ähnlichen Situation wärt, ich glaube, ihr würdet auch ragen, wenn ihr nicht gerade zu den sanften Nee. Gemütern zählt. Ich tue es Ich auf jeden Fall rage nicht. nie. Nee, nee. Doch ein Schande. Bei mir gehört es dazu, deswegen. Ich hoffe einfach mal, ihr versteht das und ich versuche mich demnächst mal wieder zu beherrschen, aber da ging es jetzt halt nicht. Nochmal ein Sorry an der Stelle und ich bedanke mich bei dir, Darkfighter, dass du dabei warst. Und ja. Wenn ihr unseren Kanal nicht abonniert habt, dann abonniert ihn und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut auch bei dem lieben Darkfighter mal auf dem Kanal vorbei. Und damit sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.